Ja, hallo. Nämlich der Letzte im Reigen. Einen kurzen Impuls nochmal zu dem Projekt Rapide. Wurde schon noch in der Keynote von Markus Specht erwähnt. Relevant Assessment and Pedagogies for Inclusive Digital Education. Ein internationales Projekt, was wir haben mit einem Konsortium mit 6 Partnern. Das ist einmal die University of Zagreb in Kroatien und die Universität of Rijeka an der Küste in Kroatien. Und das sind 3 Partner, die eben aus Kroatien kommen. Dann die TU Delft mit Markus Specht als Projektleiter. Die Open University in Großbritannien bei London ist mit dabei. Und wir eben von der Goethe-Universität. Und Ziel des Projektes ist die Weiterentwicklung vom Flipped Classroom-Formaten und auch Work-Based Learning-Formaten. Also ein Format, was sehr viel eingesetzt wurde, jetzt auch während der Pandemie nochmal einen besonderen Schub bekommen hat. Viele dieses Lernformat genutzt haben und ja, wir haben uns so zum Ziel gesetzt, dieses Lernformat nochmal ein Stück weit weiterzuentwickeln. Und ja, ein Lehrformat im Grunde, was ist da jetzt daran flippt? Es ist ja so, dass die Stoffvermittlung eigentlich, die Erarbeitung des Stoffes dann eben von zu Hause aus stattfindet. Die Studierenden dann vorbereitet in die Veranstaltung kommen, so die Idee, sodass man dann eben die Anwendung des Wissens dann mit den Studierenden gemeinsam entweder in Präsenz oder auch in Webinarform gestalten kann und dann eben ein Stück weiter auch kommt, als wenn man eben in der Stoffvermittlung so stecken bleibt. Ja, Projektlaufzeit ist etwa 2 Jahre und wir nähern uns jetzt schon dem Projektende. Ja, es gibt einige Meta-Analysen zur Wirkung von Flipped Classroom-Ansätzen, um die wir uns an der Goethe-Universität besonders fokussiert haben. Das Work-Based Learning-Format ist eben so arbeitsplatzbasiertes Lernen, das haben vor allen Dingen die Mediziner in Kroatien dann sich dem angenommen. Und man kann sagen, aus den Metastudien kommt eigentlich raus, dass in den 3 großen Bereichen positive Auswirkungen auf das Lernen erzielt werden können. Einmal eben bei den kognitiven Lernergebnissen, also fachliches Wissen, Fachkompetenzen, das hat sich gezeigt, dass die eben ein positives Format ist. Dann auch diese inter- und interpersonellen Fähigkeiten, also Selbstvertrauen aufbauen, Selbstwirksamkeitsgefühle haben, also das Vertrauen in die eigene Lernstärke zu entwickeln. Und auch sowas wie Team- und Kommunikationsfähigkeiten können sehr gut mit dem Format weiterentwickelt werden, als auch eben emotionale, motivationale, positive Ergebnisse. Also dass die Studierenden motiviert sind, auch positive, emotionale Gefühle eben mit dem Lernen verbinden können. Aber es gibt halt Herausforderungen. Und dass jeder, der dieses Format schon mal ausprobiert hat, weiß, dass die Vorbereitung ist der Knackpunkt. Also bereiten sich die Studierenden gut vor, dann funktioniert das Format auch gut. Kommen die Studierenden aber unvorbereitet in eine Veranstaltung, dann kann das ganze Konzept eben nicht mehr funktionieren. Die Diskussionen kommen nicht gut zustande, die Anwendung des Wissens stockt und man ist dann eben versucht, auch wieder die Stoffvermittlung doch in die Präsenz zu holen. Und dann hat man eigentlich schon verloren und das ganze Konzept geht nicht auf. Und da gibt es halt Empfehlungen aus diesen großen Metastudien, wie kann ich das besser machen, wie kann ich das auffangen? Und da ist eigentlich eindeutig, dass es eben mehr Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten geben muss oder diese Interaktion und Kommunikation während der Vorbereitungsphase gestärkt werden muss und dass die Studierenden auch in der Vorbereitung mehr Feedback brauchen. Also dass sie eben nicht alleine gelassen werden mit einer Vorlesungsaufzeichnung zum Beispiel, die sie sich einfach nur anschauen und dann mit dem Wissen in die Veranstaltung kommen. Und was auch eine Empfehlung ist, ist aus den Studien eben eine stärkere Personalisierung und Individualisierung auch des Lernens und nicht nur des Lernens, sondern eben auch des Assessments. Also dass ich zum Beispiel auch die Art des, wie ich geprüft werde, selbst mitbestimmen kann, dass ich auch mitbestimmen kann, für welche Aspekte ich Feedback haben möchte. Wo soll sich das Feedback der Dozenten besonders darauf konzentrieren, dass also diese Individualisierung des Lernens auch zusammengedacht werden muss, mit der Individualisierung des Prüfens und der Bewertung. Ja, wie haben wir jetzt diese Herausforderung im Projekt, wie sind wir da angegangen? Eben die Integration verstärkter Interaktions-, Kommunikations- und Feedbackmöglichkeiten. Es ist so, dass wir ein digitales Tool entwickelt haben, also vor allen Dingen die kroatischen Partner haben hier für Moodle ein Plugin entwickelt, was den Prozess des Peer Assessment, also der gegenseitigen Bewertung von Studierenden unterstützt. Worauf das Tool hier sehr stark setzt, ist eben das Arbeiten mit Rubrics, so Bewertungsraster kann man die auch nennen, dass Studierende eben anhand von dieser Rubrics eine kriteriale Bewertung auch von den
Ergebnissen, Lernergebnissen der Kommilitonen machen können. Und dieses Plugin, das führt einen quasi durch diese unterschiedlichen Phasen dieses Peer-Assessments durch. Ist eben frei zugänglich, kann in dem Open-Source-LMS Moodle installiert werden. Wer da Interesse hat, ist es möglich, dann über die Admins dann entsprechend dieses Plugin zu installieren. Und ein weiterer Punkt ist eben die Integration von Learning Analytics mit Feedback-Dashboards für Lehrende und Studierende zu haben, also Lehrenden-Dashboards, also Visualisierung von Daten, die Lerner hinterlassen. Die werden vor allen Dingen natürlich genutzt, um auch so ein Feedback für die eigene Lehre zu haben, um die Lehre auch anpassen zu können, um Lücken bei den Studierenden leichter identifizieren zu können. Also das ist so der Fokus von den Lehrenden-Dashboards und dann die Studierenden-Dashboards auch für die eigene Lehrplanung, für die Anpassung von Lernstrategien, wenn man eben sehen kann, ja, wie habe ich bisher abgeschnitten, wie war meine Lernstrategie, war die vernünftig oder muss ich vielleicht mehr Zeit investieren, dass also hier auch so eine gewisse Transparenz für die Lehren, für die Lernenden und Reflexionsmöglichkeit zum eigenen Lernprozess gegeben werden. Ja, wir haben über die Zeit des Projektes ein MOOC erstellt, also so ein Massive Open Online Course, wo die unterschiedlichen Aspekte verhandelt wurden, der dann auch entsprechend zur Verfügung steht. Der wird vorgestellt in unserem Workshop, der sich dann gleich in diesem Raum hier anschließen wird. Es wird vorgestellt auch so ein Tool zur innovativen Lehrplanung, also für Lehrende, auch ein Tool, die Kroaten entwickelt haben, was einen auch gut durch so einen Constructive Alignment Lehrprozess durchführt und ein bisschen an die Hand nimmt, wo dann auch wieder so Learning Analytics Dashboard Elemente mit sichtbar werden können. Dann dieses Peer Assessment Plugin wird vorgestellt und die Wirkungsanalyse von Lehren. Das ist vor allen Dingen der Schwerpunkt auch von uns in Frankfurt gewesen, zu überlegen, ja, wie kann ich denn jetzt Indikatoren entwickeln und auf welchen Stufen sollten die auch angesiedelt sein, um die Wirkung von so einer innovativen Lehrentwicklung auch überprüfen zu können. Also welche Schritte sind hier nötig und welche Modelle könnte ich benutzen, um eine sinnvolle Wirkungsanalyse machen zu können. Ja, herzliche Einladung zu meinem Workshop. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus